Ja, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, es ist wohl wahr, die Stärkung der Infrastruktur in einer wachsenden Stadt ist ein drängendes Problem. Und investieren und die Stadt nicht weiter auf Verschleiß fahren, ist in der Tat das Gebot der Stunde. Das diskutieren wir nicht erst seit heute. Und die finanziellen Spielräume dafür sind ja auch vorhanden, auch wenn sie eher kleiner als größer werden. Insoweit, wir sollten uns freuen. Insoweit freue ich mich tatsächlich, dass die Koalition dem jetzt Rechnung trägt, denn wir erinnern uns ja noch an die Auseinandersetzungen der vergangenen Jahre. Die Opposition hatte vorgeschlagen, die Jahresüberschüsse für Investitionen in Wohnen, Nahverkehr und den Rückkauf der Wasserbetriebe zu verwenden. Was sind wir beschimpft worden? Kollege Esser hat es angedeutet. Das sei jenseits der finanzpolitischen Vernunft. Gut, dass es hier jetzt eine Kurskorrektur seitens der Koalition gibt. Schlecht, dass die so spät geschieht, denn die Chance für Investitionen im Umfang von mehreren 100 Millionen € wurde dadurch vertan. Aber gerade angesichts der Vorgeschichte muss man sich über die Genese des Antrags dann doch schon wundern, ne? Der Inhalt ist auch für die Koalition nicht neu. Der erste Entwurf stammt, glaube ich, spätestens aus dem Oktober 2013. Er ist inzwischen, glaube ich, im Frühling, Sommer, Herbst und Winter der Entscheidung mehrfach angekündigt und öffentlich verbraten worden, ohne dass etwas passiert ist. Und wie gesagt, die tatsächliche Politik von Senat und Koalition war währenddessen immer eine andere. Und so wundern wir uns natürlich schon, wenn wir dieses auch für Sie nicht neue Thema dann gestern als Dringlichkeitsantrag vorgelegt bekommen. Und ich will mich jetzt nicht formal mit dem Thema Dringlichkeit auseinandersetzen, darum geht es nicht, sondern es geht um den Politikmodus und auch um die mangelnde Ernsthaftigkeit, die dadurch sichtbar wird. Und nun bekommen wir heute eine Tischvorlage, die diesen gestrigen Antrag ersetzt. Wie das? Die Opposition hat die Koalition gestern darauf aufmerksam gemacht, dass das, was sie öffentlich behauptet und auch in der Begründung behauptet, dass sie beantragen würde, tatsächlich mit dem Antrag gar nicht beantragt wird. Ich bekomme hier langsam so ein bisschen ein Problem mit meinem Oppositionsverständnis. Offensichtlich ist unsere Aufgabe, dem Senat und der Koalition zu helfen. Erst beim Besoldungsgesetz, jetzt hier, aber wir machen das ja gerne, wenn andere arbeiten wie die Profis. Aber der Unterschied zwischen diesen beiden Versionen ist auch kein kleiner oder redaktioneller, sondern es geht um den relevanten Unterschied. Geht es um die geplanten Überschüsse oder geht es um die tatsächlichen Überschüsse? Um das mal deutlich zu machen, für das vergangene Jahr, für 2013, wäre das ein Unterschied zwischen 0 € und einer Viertelmilliarde € gewesen, einer knappen Viertelmilliarde. Für dieses Jahr wird es wahrscheinlich ein Unterschied sein zwischen 10 Millionen € und ebenfalls einer Viertelmilliarde €. Aber das kann einem ja so mal durchrutschen. Das ist korrigiert. Aber es bleiben darüber hinaus noch ein paar grundlegende Kritikpunkte. Ich will darüber reden. Herr Kollege Esser hat es angedeutet. Erstens, sind die Investitionen tatsächlich auf die Hälfte der Überschüsse reduziert. Und der Kollege Wowereit hat ja zu Recht gesagt, das Ganze ist ein Tilgungsgesetz. Warum ist das ein Kritikpunkt? Also erstens, wenn man eine Tilgung von jährlich rund 100 Millionen €, wie es die Finanzplanung vorsieht, in Augenschein nimmt, dann bedeutet das einen Schuldenabbaupfad von über 500 Jahren. Eine Finanzplanung auf solche Zeiträume auszulegen, ist albern. Und zum Zweiten, Kollege Esser hat es gesagt, die Unterlassung von Investitionen zugunsten der Tilgung ist nichts anderes als eine besonders teure Form der Neuverschuldung. Und Tilgung durch Neuverschuldung ist Quatsch. Der zweite Kritikpunkt, auch das hat Kollege Esser schon gesagt, die Begrenzung der Investitionen auf die wachsende Stadt. Mal sehen, wie es dann ausgelegt wird. Es gibt genügend Investitionen, die jenseits der wachsenden Stadt dringend nötig sind. Darüber werden wir in den Ausschussberatungen reden. Und der dritte Punkt, auch da hat der Kollege Esser recht, die Abwicklung des Sondervermögens, so lese ich es, jenseits des Haushalts und des Budgetrechts des Parlaments, wenn das jetzt ein anderes Verständnis bekommen sollte, dann werden wir darüber in den Ausschussberatungen sinnvoll reden können. Sehr geehrte Damen und Herren von der Koalition, wir werden das alles in den Ausschussberatungen einzeln diskutieren, aber am Schluss muss ich dann doch noch Ihre Begründung zitieren. Sie schreiben da: Wir werden daher auch zukünftig sparsam Politik gestalten. Nun teilen wir den Eindruck durchaus, dass Sie vom Instrument der Politikgestaltung bisher sparsam Gebrauch gemacht haben. Aber wenn Sie nun bekennen, das auch weiterhin so zu halten, dann überrascht es uns zwar nicht, aber ist gleichwohl ernüchternd für die Stadt. Dankeschön.